Ja, Dennis, drei Punkte in Todesfelde geholt in einem recht unaufgeregten Spiel. Ja, habe ich genauso gesehen. Also ich glaube, wir haben sehr souverän agiert. Uns war wichtig, dass wir eine gute Spielkontrolle haben. Ich glaube, die hatten wir über weitestgehend 90 Minuten, waren immer mal Phasen dabei, wo wir durch einen eigenen Fehler vielleicht mal ein bisschen Unruhe reingebracht haben. Aber ich glaube, das ist normal. Insgesamt, wie gesagt, gute Spielkontrolle, glaube sehr geduldig geblieben, nicht gehadert dann auch, wenn Aktionen mal nicht geklappt haben mit Ball, darf man nicht vergessen, gegen eine gut funktionierende, organisierende, gestaffelte Defensive, die mit 11 Mann in der eigenen Hälfte verteidigt, ist das immer schwierig, dann die richtigen Lücken zu finden. Ich denke, dass wir trotzdem auch in der ersten Halbzeit gute Abschlussaktionen schon hatten, aus vielversprechenden Positionen leider ungenutzt gelassen haben, und dann ist es natürlich schön, noch so eine Qualität dann auch von der Bank bringen zu können mit Dippert heute in dem Fall, der dann zweimal trifft und ja, ich denke dann das Spiel dann auch zu unseren Gunsten final entscheidet. Sebastian, bis eine Viertelstunde vor Schluss ging der Matchplan so richtig gut auf, denke ich mir. Und dann war die individuelle Klasse von Leon Dippert vielleicht die das Spiel entschieden hat. Ja, ich glaube, dass die individuelle Klasse schon in der ersten Halbzeit zu sehen war. Wir hatten in den ersten 20 Minuten deutliche Probleme, gerade auf unserer rechten Abwehrseite, muss man klar anerkennen. Da haben sich unsere zwei jungen Spieler diverse Male halt vernaschen lassen. So ist das auch das 0-1 entstanden. Das haben wir sehr früh kassiert und ich hatte das Gefühl, dass wir ab da so ein bisschen Angst hatten tatsächlich, uns wenig zugetraut haben. Und erst mit fortlaufender ersten Halbzeit tatsächlich haben wir uns dann freischwimmen können und haben gerade 10 Minuten vor der Halbzeit gute Gelegenheiten nach vorne gehabt, haben dann in der zweiten Halbzeit auch daran weitergemacht. Und du sprichst es an, dann ist es natürlich die individuelle Klasse, die dann halt nach 70 Minuten, glaube ich, eingewechselt wird oder 75. Ein gutes Zeichen für uns, dass so ein Mann kommen muss, um uns zu besiegen vielleicht. So, aber natürlich hätte ich gerne dann irgendwie die Chance von CJ, glaube ich, am zweiten Pfosten nach dem Eckball. Ja, und ein paar andere Gelegenheiten von Manu auch am kurzen Pfosten. Die hätte ich gerne mitgenommen zum 1-1. Das wäre sehr spannend geworden, aber individuelle Klasse und Glückwunsch an Eutin, das ist richtig gut, was die spielen. Ja, ja, das 2-0 hat tatsächlich ziemlich lange auf sich warten lassen und es kann ja immer sein, dass ein Gegner wie Todesfelde mit einem Lucky Punch auf einmal das Spiel auf 1-1 stellt. Ja, ich glaube, die Gefahr ist halt auch, dass eine gewisse Unzufriedenheit im eigenen Spiel aufkommt. Also, dass man merkt, man ist drückend überlegen, man hat gefühlte 80% Ballbesitz, aber man schlägt nicht so das Kapital draus. Und das war auch nochmal Thema für uns in der Halbzeit. Und ich glaube, die Jungs haben es richtig klasse umgesetzt. Also, wir sind bei uns geblieben, wir sind geduldig geblieben, wir sind ja, haben nicht angefangen, unruhig zu werden, auch untereinander anzufangen zu hadern. Und ich denke, das war der Schlüssel, dass wir unserem Stil treu geblieben sind, unseren Stil auch weiter durchgezogen haben bis zum Ende und uns dann auch letztlich vom Ergebnis her souverän belohnt haben. Und ich denke auch dem Spiel entsprechend. Es sind ja nicht mehr allzu viele Spiele und ihr braucht noch ein paar Punkte, denke ich mal, um so richtig ruhig schlafen zu können vielleicht. Eutin, das ist nicht der Gegner, gegen den man diese Punkte unbedingt holen muss. Nein, da hast du recht, das stimmt. Aber ich glaube, es gibt in der Landesliga keinen richtigen Gegner, gegen den wir die Punkte holen muss. Ich glaube, dass die Aufgabe ist, dass wir vor 3 Wochen hier angetreten sind und halt eine Entwicklung sehen wollen mit den Jungs, um dann am richtigen Moment irgendwo mal zuzuschlagen. Und das versuchen wir Woche für Woche. So, ich habe gegen 7 Bäume eine sehr gute zweite Halbzeit gesehen. Ich habe gegen Kaltenkirchen auch eine Halbzeit, zumindest die erste, Minimum auf Augenhöhe gesehen. Heute haben wir auch intensiv gearbeitet und teilweise auch gut gespielt. Und wenn wir das über einen längeren Zeitraum mit der Intensität hinkriegen, dann werden wir auch die Punkte holen. Ob es nächste Woche ist, schauen wir uns in Ruhe an. So, welche Rolle spielen in dieser Phase der Meisterschaft die Nerven? Ja, ich glaube, Nerven ist spannend. Ich glaube, jetzt liegt der Spielball wieder bei Kaltenkirchen in der nächsten oder jetzt am Sonntag. Wir haben jetzt vorgelegt, letzte Woche hatten wir den Druck, da hatte Kaltenkirchen vorgelegt, aber das ist ja ein Spielchen, was wir eigentlich schon die ganze Saison betreiben. Mal mit einem größeren Abstand zueinander, mal mit einem kleineren. Und ich denke, das wird auch bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Und ist doch schön, dass sich da so ein Zweikampf zumindest dann herauskristallisiert hat. Und wir hoffen natürlich dann am Ende das bessere Ende für uns zu haben. Als zweite Mannschaft, die ja recht hoch spielt, habt ihr sicherlich auch immer ein Auge auf die erste Mannschaft. Seid ihr in der Lage, dass ihr dort die Mannschaft auch ergänzen könnt mit euren Leistungsträgern?
Ja, also im Moment ist es so, dass wir uns natürlich auf uns hier konzentrieren, logischerweise, und den Klassenerhalt schaffen wollen. So, aber grundsätzlich ist es so im Zusammenspiel mit Björn, dass wir eine gemeinsame Trainingseinheit auch haben mit den Jungs, die halt gut drauf sind und auch möglicherweise den Sprung dann halt in die Oberliga schaffen können. Und von daher arbeiten wir da eng zusammen in den ersten Wochen und werden das sicherlich noch weiter ausbauen.